Helfen Sie Otto? In dieser Stadt gehen die Leute an sonnigen Wintertagen in die Parks. Letztes Mal sind Papa und Tuoli zusammengegangen, weil es sein freier Tag war, aber dieses Mal musste er arbeiten. Ich war mir sicher, dass wir sie einfach aufgeben würden, bis ich sah, wie Mama nach ihrem Mantel griff. Ich werde heute mit Tuoli gehen. Es gab viele Möglichkeiten, Paru zu benutzen, und unsere Familie wollte so viele wie möglich. Da ich ziemlich nutzlos war, wenn es darum ging, nach draußen zu gehen, wollte ich zumindest emotionale Unterstützung bieten. Viel Glück, Tuoli. Du schaffst das schon. Ich glaube an dich, Mama. Das Problem, wenn Mama mit Tuoli in den Wald ging, war allerdings, was mit mir geschehen sollte. Ich war schwach, kränklich und im Grunde genommen Totgewicht. Sie wollten mich nicht mit in den Wald nehmen, weil sie wussten, dass ich mit Fieber im Bett landen würde. Aber sie konnten mich auch nicht allein lassen, da sie nicht wussten, was ich tun würde, wenn ich mir selbst überlassen würde. Es tat weh, das zu hören, aber um ehrlich zu sein, hatten sie nicht Unrecht. Nachdem Papa eine Weile in Gedanken versunken war, während er sich auf die Arbeit vorbereitete, klatschte er plötzlich die Hände zusammen. Ich hab's. Münne, wie wäre es, wenn du mit mir am Tor wartest? Papa würde mich zum Tor bringen. Mama und Tuoli würden im Wald Parüen sammeln gehen. Auf dem Rückweg holten sie mich dann am Tor ab und brachten mich nach Hause. Wir bekämen unsere Pakete und ich würde nicht allein zu Hause bleiben. Jeder gewinnt. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Okay, Tuoli. Wir lassen Münne bei Gunther. Genau. Bis später, Münne. Mama beglückwünschte Papa zu seiner Idee, packte schnell ihre Sachen und fuhr mit Tuoli los. Sie mussten sich beeilen, denn man konnte nur bis zum Mittag Parüen sammeln. Alles klar, bereit zum Aufbruch. Das Tor wartet. Tja. Das wird eine nette Abwechslung von zu Hause sein, denke ich. Und Otto kann mir ein paar neue Buchstaben beibringen, wenn er da ist, also. Ehrlich gesagt, hatte ich es satt, den ganzen Tag zu Hause zu verbringen. Nachdem ich bei der Herstellung von Papyrusattrappen gescheitert war, konnte ich zu Hause nur noch mit meiner Schiefertafel spielen oder Körbe basteln. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich einmal so viel Freizeit haben würde. Bücher waren das Einzige, was mich vor einem Leben in Langeweile bewahrte. Übrigens läuft das Lied Harujö, Kui, Komm, Frühling, ununterbrochen in meinem Kopf. Je eher der Frühling kommt, desto eher kann ich nach draußen gehen und Tontafeln herstellen. Zu diesem Zweck habe ich jeden Morgen trainiert, in der Hoffnung, so viel Ausdauer zu bekommen, dass ich nach draußen gehen kann. Meine Familie schaute mich komisch an, aber ich wusste, dass körperliche Fitness am besten Stück für Stück, Tag für Tag und mit viel Entschlossenheit zu erreichen ist. Um ehrlich zu sein, kannte ich, da ich in meiner Uranozeit äußerst ungesund gewesen war, kaum ein richtiges Trainingsprogramm. Ich tat es einfach aus dem Bauch heraus. Papa, ist Otto heute da? Ja, ich glaube schon. Juhu. Dann bringe ich meine Schiefertafel mal zum Tor. Jetzt wird das Warten am Tor richtig lustig. Eilig packte ich meine eigenen Sachen zusammen, das Wichtigste war mein Steinschiefer. Nachdem ich mich in mehrere Schichten eingemummelt und in meinen Mantel gezwängt hatte, schnappte ich mir die hölzerne Tragetasche, die ich über den Winter geflochten hatte, und packte meinen Steinschiefer und den Schieferstift hinein. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen. Los geht's, Papa. Münne, magst du Otto so sehr? Ja, ich mag ihn wirklich. Ich meine, er ist mein Lehrer, zumindest habe ich das einseitig beschlossen, und er hat mir diese Schiefertafel gegeben. Wie könnte ich ihn nicht mögen? Wir verließen das Haus und es dauerte etwa eine halbe Sekunde,
bis ich merkte, dass die Luft selbst eiskalt war. Schon ein wenig Wind, der meine Haut streifte, reichte aus, um mich vor Schmerz zusammenzucken zu lassen. Mein Gesicht kribbelte so stark, dass selbst ich, die Königin aller Faulpelze, sofort einen Plan ausheckte, wie man Parfümöl in eine Art Feuchtigkeitscreme verwandeln könnte. Bewo? So kalt. Ganz zu schweigen davon, dass der Schnee so tief war, dass ich nicht darin laufen konnte. Vielleicht gab es einen Trick beim Schneelaufen, aber da ich nicht in einer verschneiten Gegend aufgewachsen war, hatte ich keine Ahnung, was das war. Es dauerte genau zwei Schritte, bis meine stummeligen Kinderbeine im Schnee stecken blieben und mich bewegungsunfähig machten. Mein Schicksal war besiegelt. Meine Zukunft war dahin. Ich konnte nur in die Leere um Hilfe schreien und hoffen, dass mir jemand zu Hilfe kommen würde. Papa! Wie kann man durch Schnee laufen? Es reicht jetzt. Halt dich gut fest und fall nicht runter. Ich streckte die Arme aus, um das Gleichgewicht zu halten, und steckte mit den Beinen im Schnee fest, als Papa sich umdrehte und mit einem verärgerten Gesichtsausdruck zurückkam. Er legte sich meine Tragetasche um den Hals und schob seine Hände unter meine Arme, bevor er mich in die Luft hob und auf seine Schultern legte. Wow! So groß? Das ist so cool! Meine Sichtlinie schoss viel höher hinauf, als wenn Ralf mich trug. Der einzige Grund, warum mich die plötzliche Höhe nicht erschreckte, war, dass Papas Schultern dank seines Berufs als Soldat breit und muskulös waren. Ich konnte mich ohne Angst auf ihnen abstützen. In meiner Uranozeit hatte ich kaum Kontakt zu meinem Vater, aber ich hatte einige Erinnerungen an ihn. Einmal hat er mich getragen, als wir die Sakura-Bäume blühen sahen. Du musst dich gut festhalten, ja. Es war schon so lange her, dass mich jemand auf den Schultern getragen hatte, dass mein Herz ein wenig schnell schlug. Nachdem ich mich an seinen Kopf geklammert hatte, begann Papa durch den Schnee zu laufen. Der Weg zur Straße war nicht geräumt worden, und so folgte er ein Stück lang vorsichtig den vorhandenen Spuren, bevor er die Hauptstraße erreichte und wieder normal ging. Münne, nur damit du es weißt, Otto ist bereits verheiratet, sagte Papa und brach das Schweigen mit etwas völlig Unerwartetem. Was? Habe ich jemals gesagt, dass ich Otto heiraten will? Nein, ich glaube nicht. Ich habe nie etwas davon gesagt, jemanden zu heiraten. Und? Seine Frau ist alles für ihn, okay. Womit genau wollen Sie Ihre fünfjährige Tochter davon abhalten? Selbst wenn ich ihn auf diese Weise mögen würde, würde er sich nicht mit einer Fünfjährigen abgeben. Du bist wirklich dumm, Dale. Ungeachtet dessen, dass ich wusste, was mein Vater dachte, schwieg ich. Er war eine Nervensäge, und ich würde sein bockiges Verhalten bestimmt nicht mit einem Du bist viel toller, Papa, oder einem Ich hab dich mehr lieb, Papa, belohnen. Du willst also sagen, dass Otto ein toller Mensch ist, dem es nur darum geht, seine Frau gut zu behandeln? Nein. Das machte Papa so mürrisch, dass er den Rest des Weges schwieg. Und so kam ich, auf den Schultern des langweiligsten Vaters der Welt, am Tor an. Guten Morgen. Instinktiv verbeugte ich mich vor den Wachen, die am Tor standen. Sie sahen mich kurz an und erinnerten mich daran, dass das Verneigen des Kopfes in dieser Welt keine übliche Begrüßung war. Vielleicht waren sie aber auch nur überrascht, mich auf den Schultern meines Vaters zu sehen. Das ist Münne, meine Tochter. Meine Frau wird sie abholen, wenn sie mit dem Sammeln der Parylen fertig ist. Bis dahin bleibt sie im Zimmer der Nachtwache. Verstanden? Hast du das verstanden, Münne? Otto sollte auch dabei sein. Du bist herzlich willkommen. Uff. Papa klingt ziemlich sauer. Moment, ist Papa so eifersüchtig, dass er gemein zu Otto sein wird?
fällt dieses komplexe Netz menschlicher Beziehungen auseinander. Nun, ich freue mich einfach darauf, dass Otto mir neue Buchstaben beibringt. Warum muss es denn ausgerechnet Otto sein? Tja. Tut mir leid, Otto. Ich habe versucht, dich zu unterstützen, aber ich glaube, ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Ich weiß nicht, warum Papa so eifersüchtig sein muss. Ich freue mich einfach darauf, etwas zu lernen. In solchen Momenten merke ich, dass ich nicht allzu viel über Vater-Tochter-Beziehungen weiß. Ich komme jetzt rein. Papa klopfte leicht an die Tür und kam herein. Das Zimmer der Nachtwache hatte einen hell brennenden Ofen und eine Lampe auf dem benachbarten Deck, wodurch es viel heller war als bei uns. Der Schreibtisch stand ganz in der Nähe des Ofens und Otto erledigte darauf Papierkram. Otto? Kapitän. Und Münne. Was ist der Anlass? Sie bleibt hier, bis die Parysammlung abgeschlossen ist. Behalte sie im Auge. Papa hielt seine Anweisungen kurz und wohl auch unverblümt und setzte mich auf den Boden. Die plötzliche Aufnahme des Babysittens in seine Pflichten überraschte Otto natürlich, und er schaute mit besorgter Miene zwischen Papa und seinen Papieren hin und her. Aber? Ich bin beschäftigt mit diesen Finanzberichten, Budgetberechnungen und... Münne. Es ist warm hier. Pass auf, dass du dich nicht erkältest. Papa ging, Otto völlig ignorierend. Ich winkte ihm zum Abschied und schaute Otto an. Entschuldigen Sie bitte, Herr Otto. Es ist nur so, dass, nun ja, diese Schiefertafel zu bekommen, hat mich wirklich glücklich gemacht, und sie heute wieder zu sehen, hat mich noch glücklicher gemacht. Das freut mich zu hören. Es ist auch schön, dich zu sehen, Münne, aber Otto lachte verlegen und fuhr fort. Aber dafür musst du dich doch nicht entschuldigen, oder? Und machte einen verwirrten Gesichtsausdruck. Die Wahrheit ist, ich habe dir vor Papa viele Komplimente gemacht, und er wurde richtig eifersüchtig. Ah. Also, bringst du mir neue Buchstaben bei? Ich werde leise sein und dir aus dem Weg gehen, bis Mama kommt und mich abholt. An dem Pergament und der Tinte auf dem Tisch konnte ich erkennen, dass er mitten in der Schreibarbeit steckte. Ich hatte nicht die Absicht, ihn bei seiner Arbeit zu stören, aber ich wollte auch nicht die Gelegenheit verpassen, neue Buchstaben zu lernen. Nun, gut? Nun, gut? Nun, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du tatsächlich ruhig bleiben und lernen wirst, Münne, murmelte Otto, während er meine Schiefertafel nahm und Buchstaben darauf kritzelte. Das Schriftsystem dieser Welt war dem englischen Alphabet ähnlich. Es gab keine Silbenbücher wie Hiragana und keine Logogramme wie Kanji. Die Buchstaben selbst bestimmten den Klang und die Bedeutung der Wörter. Die Rechtschreibung war alles. Otto hatte Vertrauen in meine Bereitschaft, in Ruhe zu lernen, denn ich hatte stundenlang mit der Schiefertafel gespielt, nachdem er sie mir zum ersten Mal gegeben hatte. Münne. Wir wollen doch nicht, dass du dich erkältest und den Kapitän in noch schlechtere Laune bringst, also setz dich neben mich. Otto lächelte besorgt und rückte ein wenig zur Seite, um mehr Platz neben dem Ofen zu schaffen. Ich stimmte seiner Einschätzung voll und ganz zu und setzte mich ohne unnötiges Zögern neben ihn an den Ofen. Danke. Jetzt lässt es sich besser lernen. Eine Zeit lang war der Raum nur von den Geräuschen einer schabenden Schieferfeder, dem Rauschen des brennenden Feuers und einer über das Pergament gleitenden Tintenfeder erfüllt. Nachdem ich die geschriebenen Buchstaben mehr oder weniger auswendig gelernt hatte, blickte ich auf und sah Otto, der mit todernster Miene auf das Pergament vor ihm starrte, während er Berechnungen anstellte. Er hatte ein Gerät neben sich, das wie ein Abakus aussah, aber ich konnte auf den ersten Blick nicht erkennen, wie es funktionierte. Allerdings hatte ich bisher nur in der Grundschule einen Abakus benutzt.
um Addition und Subtraktion zu lernen, und selbst wenn er genau wie ein japanischer Abakus funktionieren würde, wüsste ich nicht, wie man ihn benutzt. Ich wartete, bis er mit einem Teil des Papierkrams fertig war, bevor ich ihn ansprach. Herr Otto, was machen Sie da? Ich bereite Finanzberichte und Budgets vor. Über den Winter müssen wir einen Haushaltsplan für das nächste Jahr erstellen und ihn vor dem Frühjahr abschicken, aber die meisten Soldaten sind nicht gut in Mathe. Ich bin es am meisten gewohnt, mit Geld umzugehen, also schreibe ich unsere Finanzberichte und den Haushaltsplan. Also haben alle die harte Arbeit auf dich abgewälzt, Ich schaute auf das Pergament, und obwohl ich die Worte nicht lesen konnte, waren neben einer Textzeile drei Zahlen aufgereiht. Wenn ich raten müsste, war die erste Zahl der Preis für etwas, die zweite Zahl die Menge, die sie brauchten, und die dritte Zahl der daraus resultierende Geldbetrag. Es sah so aus, als wären die ersten beiden Zahlen multipliziert worden, um die dritte zu erhalten, also ja. Ich sah mir das Pergament an und überlegte, ob es sich um einen Antrag auf neue Ausrüstung handeln könnte, als ich einen Rechenfehler entdeckte. Warten Sie. M.A. Otto, ist das nicht falsch? Was? Das sind 75 und 30, richtig. Das sind 75 und 30, richtig. Ich glaube. Das macht eigentlich 2.250. Obwohl ich die Zahlen lesen konnte, wusste ich nicht, wie man in dieser Welt die Multiplikation nannte, und musste meine Erklärung daher etwas vage ausfallen lassen, aber Otto schien mich zu verstehen. Warte, was? Wie kannst du Mathe machen, wenn du nicht lesen kannst? Ehe? Meine Mutter hat mir die Zahlen auf dem Markt beigebracht. Ich kann mir die Zahlen hier ansehen und rechnen, aber ich kann nichts lesen. Nachdem er gehört hatte, dass ich nicht lesen konnte, was auf dem Pergament stand, begann Otto über etwas nachzudenken. Ich hörte, wie er vor sich hin murmelte. Nein, ich sollte nicht. Aber? Hin und her? Münne, ich werde meinen Stolz herunterschlucken, um dich zu fragen. Würdest du mir bitte helfen? Ist das die Art von Angebot, die ich annehmen sollte? Ich meine, abgesehen von all den Problemen mit geheimen Informationen, ist es nicht ziemlich dreist, ein Kind um Hilfe zu bitten? Ich schätze, er ist so in der Klemme, dass er die Hilfe von jedem, der Mathe kann, begrüßen würde, sogar von einem Kind. Er sagte, dass er seinen Stolz herunterschluckt, also kann ich mir vorstellen, dass es nicht normal ist, Kinder um Hilfe zu bitten. Und ich möchte ihm helfen, wenn er so große Schwierigkeiten hat. Vor allem, weil ich auch etwas von ihm will. Das scheint der perfekte Ort zu sein, um zu verhandeln. Okay, ich werde helfen. Wenn du mir weiterhin Buchstaben beibringst und mir neue Schieferstifte besorgst. Was? Er hatte wohl nicht erwartet, dass ein kleines Mädchen plötzlich solche Bedingungen stellte. Seine Augen weiteten sich. Ich lächelte ein wenig über seine vorhersehbare Reaktion und erklärte ihm meine Situation. Wie ich schon sagte, kenne ich meine Zahlen, seit Mama sie mir beigebracht hat. Aber ich kenne meine Buchstaben nicht. Ich möchte, dass du sie mir alle beibringst. Damit bin ich einverstanden, aber was soll das mit den Schieferstiften? Die sind doch nicht so teuer, oder? Otto hatte recht, sie wurden überall auf den Märkten billig verkauft. Mama und Papa haben sie mir immer gekauft, aber jetzt wollen sie nicht mehr, also. Warum haben sie damit aufgehört? Ich spiele den ganzen Tag mit der Schiefertafel. Egal, wie viele sie kaufen, ich brauche immer mehr. Ahaha. Stundenlanges Spielen am Tag reichte aus, um einen Schieferstift in kürzester Zeit zu verschleißen. Da ich kein Taschengeld bekam, konnte man sagen,
dass ein ständiger Vorrat an Schieferstiften eine Frage von Leben und Tod war. Wie auch immer. Der Punkt ist, dass ich nicht geizig genug bin, um umsonst zu arbeiten. Ich finde, das sind ziemlich billige Bedingungen, aber gut. Otto lächelte schief und erklärte sich bereit, offiziell mein Lehrer zu werden. Was soll ich tun? Würden Sie bitte dafür sorgen, dass die Berechnungen hier stimmen? Im Grunde weiß ich nicht, wo die Fehler sind, und alles zu überprüfen, kostet mich viel Zeit. Offenbar war er gerade dabei, den Papierkram zu überprüfen, den jemand anderes gemacht hatte. Es war offensichtlich, dass es in dieser Welt keine Computer gab. Aber trotz der langen Zeit, die die Erstellung der Papiere in Anspruch nahm, mussten die Berechnungen, die auf den Papieren standen, alle manuell überprüft werden. Ich schätze, ihr braucht noch einen Soldaten, der rechnen kann. Das wäre schön, aber ich bin nur eingestellt worden, weil ich so etwas kann, also. Es hörte sich so an, als gäbe es einige tiefgreifende Umstände, warum Otto Soldat wurde. Als jemand, der sich nach jeder Art von Information sehnt, wollte ich sofort nach Details fragen, aber unser Arbeitspensum war so groß, dass ich meine Neugier herunterschluckte und sie für später aufsparte. Münne, brauchst du den Taschenrechner? Ich weiß nicht einmal, wie die funktionieren, also nehme ich einfach meine Steintafel. Die Schiefertafel war ein guter Ersatz für ein Blatt Papier, denn alles, was darauf stand, konnte gelöscht werden. Ich schrieb die Rechenaufgaben auf die Schiefertafel und half ihm bei der Überprüfung der Rechnungen. Die Zahlen dieser Welt hatten sich in meinem Kopf festgesetzt, und der Gedanke an die Zahl 9 genügte, um das richtige Symbol in meinem Kopf erscheinen zu lassen. Sie zu schreiben war kein Problem. Heiliger Strohsack, das war einfach. Ich bin beeindruckt, Münne, und ich stehe tief in deiner Schuld. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell mit dieser ganzen Doppelkontrolle fertig werde. Weißt du, Münne, mit solchen Rechenkünsten wärst du ein toller Händler. Ich kann dich bei der Kaufmannsgilde vorstellen, wenn du willst. Otto hatte sich offenbar jahrelang selbst um den ganzen Finanzkram gekümmert, so dass er am Ende sehr dankbar für meine Hilfe war. Sobald ich gelernt habe, wie man Bücher in Massenproduktion herstellt, möchte ich vielleicht einen Buchladen eröffnen. Eine Verbindung zur Kaufmannsgilde hier zu bekommen, könnte sich sehr lohnen. Außerdem sieht es so aus, als würde Otto mich jetzt als wichtige Helferin betrachten. Perfekt. Münne, wenn du wirklich deine Buchstaben lernen willst, werde ich dich ernsthaft unterrichten. Dann kannst du mir nächstes Jahr auch bei meinen schriftlichen Arbeiten helfen. Wirklich? Ja. Hey? Ist das etwas, worüber man sich freuen kann? Otto blinzelte überrascht, aber warum sollte ich mich nicht darüber freuen, dass er mein Lernen ernst nimmt? Ich meine, beim Papierkram helfen heißt doch Pergament anfassen, oder? Es bedeutet, Buchstaben mit Tinte zu schreiben, richtig? Das klingt doch toll. Wenn du mich fragst,